Hallo Leute, Ostenholz hier und wir gehen weiter zu Teil 3 von den Balisong Basics. Wir haben den Open uns beschäftigt, den normalen, dann mit dem Reverse Open, mit den Chaplains haben wir uns schon ein bisschen beschäftigt und heute kommt sowas dazu. Nämlich Fennings. Fennings heißt, dass sich das Messer so dreht, so rotiert, wie ein Hubschrauber. Händel ist ausgeklappt und ich habe hier eine Rotationsbewegung, wie bei einem Hubschrauber. Ist nicht schwer eigentlich und schaut gut aus. Ein bisschen Balisong abhängig ist es schon, heißt es nicht, dass er bei manchen nicht geht. Er geht nur bei manchen leichter und bei manchen nicht so leicht. Kommt hauptsächlich darauf an, wie die Balance zwischen Klinge und Händel ist. Hier natürlich jetzt das Alpha Beast, da ist alles perfekt. Kann ich ziemlich lang fennen und mir fällt die Händel nicht so leicht runter. Weil die aus Titan ist und gewichtsmäßig gut zusammenpasst mit der Klinge. Wenn ihr hier Metallhandles habt, die manchmal ein bisschen schwerer sind, kann es sein, dass ihr euch ein bisschen schwerer tut bei den Fennings, dass die cool ausschauen, aber das haut schon hin. Müsst jetzt nicht Alpha Beasts kaufen oder irgend sowas. So eine Möglichkeit gibt es vom Fennen her, dass ich mit dem Handgelenk das Balisong einfach locker halte und durch die Fliehkraft Fähne, könnt ihr probieren, am besten ihr klappt mal aus, also ausklappen, ich stoppe hier, wie man sieht, die Händel mit dem Zeigefinger, damit das ein schönes T ist, dass es schön waagrecht liegt und jetzt das Gewicht der Händel ist eigentlich immer schwerer. Könnt ihr, wenn ihr hier ganz locker haltet, nur durch diese Bewegung anfangen zu fennen. Wie ihr hier seht, Klinge bleibt jetzt gerade aufgestellt. Wenn ihr es so schafft, dass ihr wirklich einen T habt, schaut ein bisschen besser aus. In welche Richtung fenne ich? Am einfachsten, wenn man wieder von oben drauf schaut, ist es, wenn ihr Rechtshänder seid, von oben drauf schauen, gegen den Uhrzeigersinn, also hinein die Bewegung. Ist eigentlich am einfachsten, finde ich. Das Ganze zu stoppen, ist jetzt nicht unbedingt die große Tragik. Stoppen tue ich einfach, indem ich aufhöre mit dem Ganzen und andere Moves weitermache. Also so, viel zum Fanning. Nur durch diese Bewegung, Kreisbewegung des ganzen Armes. Andere Möglichkeit zu fennen ist, während ich andere Tricks mache, dass ich da Fans einbaue. Und da tue ich mir sehr leicht, indem ich das einfach wie mit einem Schraubenzieher mache. Das heißt, ich halte hier nicht locker, sondern kann, wie wenn ich einen Kugelschreiber oder einen Schraubenzieher in der Hand habe, mache ich einfach eine Drehbewegung. Je nachdem, in welche Richtung, ist egal, kann ich nachher, wenn ich viel Schwung habe, wieder locker halten und er fähnt noch ein bisschen weiter. Also als Beispiel, eine meiner Standarderöffnungen, ich fahre mit der Händel aus und sobald die Händel quer liegt, gebe ich einmal einen Schwung. Also, voraus und gebe einmal einen Schwung und mache dann wieder weiter. So schaut es abgehackt aus. So schaut es im Prinzip aus, wenn ich das Ganze normal schnell mache. Auf diese Weise mache ich nicht das Messer ganz normal auf, sondern baue einfach einen Fan ein.
schließe es dann meistens gleich wieder, weil dann kann ich weiter üben. Könnt ihr mal probieren. Haltet das Messer tipp, also nicht tipp down, sondern das Messer nach unten. Lasst die Händel heraus und gebt dann nach innen Druck. Ausklappen, und sobald sie ausgeklappt ist, gebe ich nach innen Schwung. Je nachdem, wie lange ihr das Messer gleiten lasst, ist das Messer dann entweder offen oder zu. Langsam ist ganz einfach zum Herzen. Also, rauslassen, sobald ich heraus bin, einen Schwung geben und lasst das Messer fennen. Genau. Kann das Ganze auch nach innen machen, je nachdem, wo ich gerade bin. Auch eine sehr beliebte Bewegung von mir, dass ich das Messer zum Beispiel jetzt aufmache mit einem normalen Open. Und sobald ich wieder zurückkomme und die Händel hier ist, gebe ich wieder Schwung, diesmal in die andere Richtung. Also ihr könnt fennen, gegen den Uhrzeigersinn, mit dem Uhrzeigersinn, wo immer ihr auch hin wollt. Den Fan während Bewegungen einzubauen, ist halt ein bisschen dann natürlich eine Erfahrungssache dann schon, wie das Ganze smooth abläuft. Zack, zack, zack. Und dann baut ihr den Fan ein und könnt dann wieder mit den Bewegungen weitermachen. Also, gegen Uhrzeigersinn, mit dem Uhrzeigersinn, was auch immer. Ihr könnt auch fähnen, wenn ihr das Messer offen habt, schon zum Beispiel, dass ihr sagt, ich wollte hier jetzt einen Fähn einbauen, einfach Händel weglassen und sobald die Händel im rechten Winkel wegsteht, gebt ihr wieder Druck in eine Richtung und also zack, zack, also einfach aus dem geöffneten Zustand Händel wegschwingen. Hier Kugelschreiber oder Schraubenzieherbewegung einbauen und Messer dreht sich wieder. So kann man auch elegant schließen zum Beispiel. Ne? Also aufmachen mit dem Fan, drehen während der Bewegung oder eben solche Bewegungen einbauen. Gut, also. Diese Bewegung gibt es, die ich immer wieder einbauen kann, da kann ich halt unendlich lang fänden theoretisch. Ist nicht leicht, während den Moves dorthin zu kommen. Wo ich immer wieder zwischen Fans einbauen kann, einfach nehmen, drehen und fertig. Ist nicht viel Aufwand, um wieder ein paar Moves zu haben, so zwischendurch ein bisschen einen Fan einbauen. Gut. Viel spannender eigentlich ist ein Fan gar nicht, aber er schaut gut aus. Gut. Dann war's das mal. Nicht so aufregend, wie gesagt. Probiert es hin und wieder ein bisschen zu fänen. Gut. Sonst war's das mal wieder. Und ciao.